You've been trying to survive. Life is low down, don't know how to flow. You don't care anymore for a change in your life. And you know that I know. I gotta feel you, show me the real you. You gotta give me all that you got. I gotta feel you, show me the real you. You gotta give me all that you got, eh? Drinks for me. Meet me where my heart's been.
Ich bin am Flughafen und das wird ein langer Tag heute. Ich war gerade original bei der Sicherheit und war eine fünfköpfige Familie vor mir mit Koffern und die hatten alle ihre Kulturtaschen nicht gepackt in Flüssigkeiten. Dann wollen wir mal. So, nach einem sehr entspannten Flug bin ich jetzt gelandet. In sehr warmen, aber sehr bewölkten Italien. Ich bin nämlich nach Verona geflogen. Das Ganze hat natürlich auch einen Grund. Es gibt da eine Person, die hat heute Geburtstag und wird 30 Jahre alt und hatte sich überlegt, dass sie aber nicht in Hamburg sein will, wenn sie 30 Jahre alt wird, diese Person. Und wenn natürlich Julian, der das nämlich ist, der heute 30 wird, nicht in Hamburg ist, wenn er 30 wird, dann habe ich mir gedacht, dann muss ich dahin, wo er 30 wird, weil der kann ich einfach abhauen. So, und das war eine sehr spontane Aktion von mir. Ich habe mir einfach einen Flug gebucht. Muss mir jetzt mal hier ein Auto besorgen, weil der ist nicht einfach hier in Verona. Der ist richtig weggeflogen. Der hat sich nämlich gedacht, wenn ich wegfliege, dann fliege ich in die Berge. Weil der ist richtig in den Bergen. Jetzt muss ich mir ein Auto mieten und muss noch 2 Stunden lang in die Berge fahren. Aber was macht man nicht alles, ne? So bin ich. Also ich schnapp mir jetzt ein Auto und dann geht es nach Meran. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Aber ja. Alles für den 30. ne? Geht los jetzt. So, mal gucken. Fiat 500 natürlich in Italien. Ob das das Richtige ist. Na bitte. Jo, dann geht die Reise jetzt los, ne? Ab in die Berge. So, fast habe ich es geschafft. Aber das ist so eine geile Aussicht hier überall. Man fährt die ganze Zeit durch die Berge. Ich muss jetzt noch ungefähr 40 Minuten fahren. Und das Geilste ist, Julian weiß gar nichts. Natürlich will ich auch gleich mit ihm anstoßen hier. Erstmal einen Sixer gekauft. Habe ich auch Glück, das war heute im Angebot. Anstatt 16 Euro nur für 8. Das nenne ich nochmal ein Schnapper oder was. Puh, und nachher mache ich nochmal Cabrio auf. Schnell was, damit ich mich anschließen kann. Ne?